Hallo meine Beauty Bunny, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, ich bin schon komplett geschminkt und ich habe mein Make-up heute mit der Essence Spice It Up LE geschminkt. Diese Palette sieht so aus, hat von außen ein wunderschönes Muster mit allen möglichen Gewürzen drauf. Wir sehen ja meine Chilischote, Zimt und Beeren und was weiß ich nicht, all so ein Kram. Und von innen drin sieht diese Palette so aus. Die hat viele verschiedene Rottöne. Für mich ist es keine Spice-Palette, sondern für mich ist es eigentlich eine Herbstpalette. Eine absolute schöne Herbstpalette. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einer Palette, wo ihr einen Look schminken wollt für den Herbst mit Rottönen und Brauntönen und vielleicht ein paar Schimmern dabei, dann ist diese Palette genau richtig. Diese Palette hat übrigens 18 Töne insgesamt. Ich weiß gar nicht, wie viel davon schimmernd und matt, aber ihr seht eine gute Mischung. Und die Farbabgabe ist eigentlich auch sehr, sehr gut, wie ich finde. Mein Augen-Make-up, wie gesagt, ist komplett damit geschminkt. Ich mag diese Palette äußerst gern. Dann habe ich mir noch den Highlighter mitgenommen. Das ist der Baked Highlighter von dieser Reihe. Stelle ich euch aber noch genauer im Video vor. Ja, seht ihr dann im Video einfach ein bisschen besser als jetzt hier. Und ich habe mir noch einen Lippenstift mitgenommen, nämlich den Spice It Up Matte Lipstick in der Farbe 01 Sweet Like Berries. Ja, auch wunderschöner Ton, habe ich auch gerade drauf. Also ein tolles Make-up, wie ich finde. Das kann sich sehen lassen. Ja, und für alle anderen, die es schon gesehen haben, heute wird übrigens auch diese Palette ausgelost, nämlich von Essence Royal Party Eyeshadow Palette. Ich bin echt gespannt, wer die gewinnt. Einfach Vorsprung, wenn ihr jetzt nicht abwarten könnt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt und das Tutorial euch komplett anschaut. Vergesst nicht, mich hier unten zu abonnieren. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Tutorial und mit der Lidschattenpalette. So, meine Beauty Bunnies, wir können endlich anfangen. Ich habe einmal meine Haare weggesteckt. Sehr schön, sehr schön. Und einmal eine Base drauf. Und die Base habe ich direkt gesettet mit einem weißen oder fast durchsichtigen Lidschatten. Ihr seht, ist aber so eine relativ ebene Fläche wie bei einer Leinwand. Und ich würde sagen, wir können endlich anfangen mit der Palette. Die ist übrigens wunderschön, die Spice It Up Palette von Essence. Auch die Aufmachung, ich finde das so, so schön gemacht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich schminken werde. Ich weiß auf jeden Fall, ich möchte diesen Ton verwenden, diesen Ton. Und beim Rest müssen wir es mal überraschen lassen, was das alles so wird und was, welche Farben ich verwenden werde. Ja, also mit dem Ton hier fange ich auf jeden Fall an und den setze ich direkt Ihnen in meinen Augenwinkel. Ah, und ich sehe, ich brauche einen kleineren Pinsel. Und ich mache wie immer bei Lidschatten, die ich nicht kenne, immer erst meine Augen und danach das komplett andere Gesicht, weil ich mir Angst habe, nachher krümeln die Farben und ich versäume mein Make-up. Deswegen mache ich das einfach immer so in der Reihenfolge. Aber wenn ihr euch sicher seid, dass die Farben nicht krümeln, könnt ihr das natürlich auch in eurer Reihenfolge machen. Das ist ja Pott wie Deckel, ne? Ich gehe jetzt in dieses schöne Orange hier. Auch eine tolle Farbe, ist jetzt eigentlich ganz gut. Die Farben krümeln so ein bisschen hier in dem Pan. Oh, könnt ihr vielleicht sehen hier bei dem Orange, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Und diesen Ton nehme ich direkt, um das so ein bisschen auszublenden. Sonst wird die Kante zu unsauber. Das Gelb ist mal richtig schön. Also es wirkt hier im Pan mehr so senffarben, aber es ist in der Abgabe richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Muss ich ja mal zugeben. Ich gehe in den nächst dunkleren Ton und das ist der Ton daneben. Das ist so ein Rot-Rostton und den verwende ich und verblende das weiter nach außen. Die Farbabgabe ist jetzt echt richtig gut. Ich glaube, das könnt ihr auch alle sehen. Ich gehe jetzt noch einen Ton dunkler und werde das Braun hier nehmen unten. Das ist das letzte Braun hier. Und das verwende ich einfach mit dem gleichen Pinsel und intensiviere das nochmal.
Und ich tupfe das nur auf, damit ich meine anderen Farben nicht wieder abtrage. Ich finde das ja mega geil. Ja, gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Ich mache das gleich alles sauber. Zuerst trage ich jetzt noch diesen rötlichen Schimmerton über das Rot auf. Das mache ich mit den Fingern. Ja, das wird schon so richtig reingehen in den Pan. Okay. Sieht man so leicht. Und dann gehe ich einmal in dieses Gold hinein und gebe mir das über das Gelbe. So, die Kante ist da noch sehr, sehr unsauber, wie ich finde. Deswegen gehe ich nochmal zurück in diese Farbe hier, wo ich das am Anfang schon mal ausgeblendet habe. Das mache ich jetzt wieder. Mein Lidschatten ist jetzt fast fertig mit dieser Palette hier. Erstmal kurz rundum. Ich weiß gar nicht, was die anderen sich so beschweren, dass die Farbabgabe so schlecht sein soll. Ich finde es da wirklich richtig, richtig gut. Das sage ich ganz ehrlich. Bin zufrieden, dass ich die Palette gekauft habe bis jetzt. Ich werde jetzt aber noch schnell einen Eyeliner draufsetzen. Das ist einer hier von Stila in der Farbe Moss. Soll waterproof sein, ist aber nicht waterproof. Also damit müsst ihr rechnen, wenn ihr den hier nachkaufen wollt. Ja, waterproof. Sieht aber trotzdem gut aus und deswegen nehme ich den. Wenn ich jetzt wieder in der Kamera hier unten irgendwo verschwinden sollte, nimmt es mir nicht übel. Ich kann das einfach nicht, weil ich total an den Spiegel dran gehen muss, um den Eyeliner aufzutragen. Also, upsi. Ich werde jetzt weiter mit meinem Gesicht machen. Ihr könnt gerne dabei bleiben. Zuschauen, wie ich mir weiter irgendwelches wildes Zeug auf mein Gesicht drauf mache. Oder eben, spult doch gerne vor. Bis zum Ende, wenn ich meine Augen fertig mache und wir endlich zu den anderen Produkten kommen, die ich für euch aus dieser Review noch habe. Und natürlich endlich zur Auslosung. Meine heutige Foundation, die ich uns verwende, ist die LA Girl Pro Matte Foundation in der Farbe Natural. Schon lange nicht mehr verwendet, Ewigkeiten nicht. Und ich teste mich dann doch mal wieder gern durch mein Sortiment durch, anstatt immer nur das gleiche zu verwenden. Damit ihr auch mal so ein unterschiedliches Bild bekommt, wie so einzelne Foundations bei mir aussehen. Was bei der Foundation direkt auffällt ist, muss sie total lange einarbeiten. Und sie geht in die Poren rein, so als wenn sie die Poren verstopfen würde, anstatt sich da drüber legen. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin gerade komisch, diese Foundation nochmal zu verwenden, obwohl die Farbe ja wirklich gut passt. Okay, das Make-up sitzt soweit. Ich muss eigentlich noch Bronzer und den Rest machen. Ich habe auch noch den Highlighter mitgenommen und den Lippenstift. Den schauen wir uns gleich, aber erst einmal, wenn ich meine Augen fertig gemacht habe. Und dazu hole ich euch einmal wieder näher ran, damit ihr auch jeden Schritt wieder eins mitbekommt. Ihr könnt sehen, ich habe bereits einen Kajal gesetzt. Das ist ein brauner von MAC. Und zwar Farbe Coffee. Finde ich total super. Ich mag den. Benutze ich irgendwie schon jahrelang immer wieder zwischendurch. Es geht aber jetzt um die Augen und zuerst werde ich außen am Rand dieses Braun hier setzen und dann wieder mit dem Rot arbeiten und mit dem Orange. Ich habe das Gelb nochmal so explizit im Augeninneren, aber eigentlich die Farben, die ich oben verwendet habe, verwende ich auch wieder unten. So einfach. In meinem goldenen Inneren werde ich noch das Gold hier auftragen, damit das Gelb ein bisschen mehr schimmert. Und jetzt kann ich weiter mit dem Gesicht machen.
Okay, meine Lieben, das ist der fertige Augenlook und ich muss sagen, ich liebe, glaube ich, diese Palette, ungelogen. Wir kommen jetzt aber zum nächsten Star der Show, nämlich den Highlighter, den Spice It Up More is More Baked Multicolor Highlighter. Also ein gebackener Highlighter in verschiedenen Farben. Wir haben einmal einen Goldton, wir haben einen sehr hellen, hellen Goldton, einen mittleren, das ist schon fast hier eher so, dass man in der Mitte das Rosane als, ja, als Blush benutzen könnte. Und hier außen dann einen wirklich richtig kräftigen, schönen Goldton. Mir gefällt diese Seite natürlich wesentlich besser, weil die einfach schön hell ist und ich damit viel mehr anfangen kann. Ich gebe mir aber dieses bisschen hier, ich hoffe, ich komme da gut gleich dran mit meinem Rouge-Pinsel, einmal auf mein Rouge. Da fange ich jetzt erstmal mit an. Das ist nicht so leicht, glaube ich, jetzt da dran zu kommen, aber ich habe hier so einen schönen kleinen feinen Pinsel und da gehe ich jetzt nur mal in die rosane Farbe rein. Schade eigentlich, dass sie es nicht so getrennt haben. Habe es auf meinem Pinsel drauf und gebe das als Rouge-Tapper einfach drauf. Ja, als Rouge-Topper ist es jetzt irgendwie nicht so. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Jetzt gehe ich in das helle Gold hier rein, champagnerfarbene, und probiere das als Highlighter aus. Habe da so einen Fächerpinsel für. Oh, der ist aber schön. Der sitzt richtig gut auf der Haut. Die Seite ist momentan so ein bisschen, ja, meine Problemseite im Gesicht. Aber der verschmilzt mal richtig gut. Also der Highlighter hat mich hier echt überzeugt, der Spice It Up Highlighter. Wenn ihr den bekommt, dann müsst ihr euch unbedingt, glaube ich, anschauen, weil ihr seht das, wie schön da einfach reflektiert. Sehr edel würde ich ihn nennen. Ohne grobe Glitzerpartikel, er verschmilzt wirklich wunderschön mit der Haut. Wir kommen zum letzten Produkt, bevor wir dann endlich zur Auslosung kommen, vor meinem Gewinnspiel. Das ist der Spice It Up Matte Lipstick in der Farbe 01 Sweet Like Berries. Ich habe den genommen, der andere war noch pinker, hat eine, ja, normale Form, kommt mit einem Plastik, aber ich finde die Verpackung äußerst schön. Und die Farbe fand ich jetzt auch für den Herbst richtig angesagt, als ich mir denke, ja, den kann man gut in die Tasche packen, ist dann einfach gut gestylt. Den verwende ich jetzt mal schauen, wie das sich auf den Lippen so macht. Total cremig und ihr seht, top Auftrag. Endlich mal ein Lippenstift, der zu meinem Augen-Make-up passt. Ich finde die Farbe sehr schön. Ich glaube, man kann sie nicht immer im Alltag tragen, aber jetzt für den Herbst finde ich ihn wirklich angesagt und freue mich, dass ich ihn mitgenommen habe. Ja, ein wunderschöner Lippenstift, auch vom Gefühl her, mehr von der pflegenden Art und nicht von der austrocknenden Art. Sowas mag ich sehr, sehr gerne im Übergang, vor allem meine Lippen, die jetzt gerade doch etwas rauer sind und ein bisschen mehr Pflege benötigen. Wir kommen jetzt endlich zu dem Teil, worauf ihr schon die ganze Zeit gewartet habt, nämlich zur Auslosung der Essence Royal Party Palette. Ich wollte es ja eigentlich letzte Woche machen, aber da war ich krank und habe ein vorgefertigtes Video einfach hochgeladen. Diesmal ist es aber soweit. Ich mache das Ganze hier mit einer App im Internet, ich kann mich sonst irgendwie nicht entscheiden. Ihr müsst erstmal die Kommentare zählen und das sind unter diesem Video 40 gewesen, steht zumindest hier. Und danach drücke ich jetzt auf Start und dann wird ein Gewinner gezogen, weil ich konnte mich ja nicht entscheiden. Und der Gewinner ist Snow Woman mit dem Kommentar, toller Look, tolles Video, tolle Paletten. Die Glitzerpalette, mit der du den Look geschminkt hast, habe ich auch. Ihr seht hier nochmal, Snow Woman hat gewonnen. Bitte melde dich unten, beziehungsweise per E-Mail unten in der Infobox findest du meine E-Mail-Adresse. Melde dich darauf bitte, damit ich auch weiß, wer du in Wirklichkeit bist, außer Snow Woman. Schöner Name übrigens. Aber dann weiß ich Bescheid, an wen die Palette geht. Für alle anderen heißt es, nicht traurig sein. Nächste Woche kommt direkt die nächste Verlosung schon. Also schaltet auf jeden Fall wieder rein. Und ich hoffe, dass der Look euch gefällt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn er euch gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen oben da. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und sage bis dann. Tschüss!